Nun gehen wir zum nächsten Programmpunkt über. Die Firma Kardiologie, Inhaber Torben Manske. Der Stützpunkthändler von Barracuda, Core Speed Wheels und von JMS in der Nähe von Köln. Ob Sondereintragung, Fahrwerkseinbauten, Auspuffanlagen, Kardiologie bietet alles, Full Service. Auch eine große Ausstellung von Barracuda und Core Speed Wheels in Bergisch Gladbach zu sehen. Also wer Räder live sehen will und kommt aus der Ecke Köln, einfach mal bei Kardiologie vorbeischauen. Nun gehen wir mal auf die Suche, wo das Fahrzeug steht. Sollte am Eventplatz sein, wir schreiten der Tat. Solltet ihr aktuell immer noch nicht in Metzingen auf der Performance-Messe sein und kommt aus der Region, die solltet ihr nicht verpassen und einfach mal vorbeischauen. Reicht es euch nicht zur Tagesveranstaltung? Abends gibt es dann noch eine Aftershow-Party im Club La Fontaine ab 20.30 Uhr. 100% eine coole Party. Oder schon den Termin für 2025 vormerken. 6.09.2025, die nächste Performance-Messe. Nein, zieh nur durch, es geht. Es geht. So, ich frage mich aber nur, wo das Fahrzeug steht. Ja. Es ist ein... Oh, ah, vorbeigelaufen, wir haben ihn. So, okay, okay. Zu viel gequatscht, Fahrzeug verpasst. Hallo Torben. Hi, ich gebe dir mal das Mikro. Jo, vielen Dank. Hi. Hallo, grüß dich. Hi, hab ich lange schon gesehen. Ja, wir haben ihn ja schon vorher am JMS-Stand gesehen. Er unterstützt uns mit JMS Barracuda und Core Speed. Und ja, auch mit dem eigenen Fahrzeug da, mit dem Audi S3. Aber wer sich am besten mit dem Fahrzeug auskennt, ist der Torben selbst. Genau. Erzähl einfach mal ein bisschen was über dein Fahrzeug. Ja. Zum vierten Mal hier heute, nach einem M4, einem Mustang und einem Golf TCR, heute mit einem eigenen Fahrzeug von uns, kein Kundenfahrzeug, diesmal ein eigenes Fahrzeug in unserem Hause. Audi S3 8Y Limousine, also aktuelle Baureihe, mit einem serienmäßigen Audi Sport Carbon Heck Spoiler. Wir haben jetzt hier uns erstmal um die wesentlichen Sachen gekümmert, was ein Auto eben ausmacht, das heißt Tiefe und Felgen. Highlight ist hier die Barracuda Inferno in 19 Zoll. Warum 19 Zoll? 19 Zoll einfach, weil hier auch das Performance-Faktor eine Rolle spielt. Würden auch nochmal größer gehen, 20 Zoll, aber hier eben 19 Zoll auch performanceorientiert mit dem Dunlop Sportmax, eben auch relativ sportliches Fahrverhalten. Damit die Räder satt im Radhaus stehen, auch entsprechend einen KWV3 Gewindefahrwerk montiert, mit einer sportlich abgestimmten Setup von uns auch im Hause gemacht, mit einer Tieferlegung, die wirklich ordentlich ist, mit rund 4 cm und dennoch, man mag es kaum glauben, trotzdem ein angenehmeres Fahrverhalten als mit dem Serienfahrwerk. MQB Evo Fahrwerke einfach ab Werk, ja, nicht dafür bekannt, dass die ausgewogen sind. Mit dem KWV3 bei uns als KW Performance Partner eben eingebaut, abgestimmt, damit auch eben alles Spaß macht. Ne? Wieder hinten der Carbon Heck Spoiler von Audi Sport drauf. Der Wagen ist noch im Aufbau, noch einige Sachen in Planung, trotzdem auf jeden Fall hier schon mal die wesentlichen Sachen gemacht, Felgenfahrwerk. Die Felgen auch ganz besonders im High Gloss Silber, also ein sehr hochglänzendes Silber, was natürlich jetzt gerade in der Sonnenlicht hier nochmal wirklich glänzt, ne? Was dann wieder passt zu den Audi-Logos und dem S3-Logo vorne, wo sich eben wieder dieses hellglänzende Silber widerspiegelt. Damit die Felgen auch so schön silber bleiben und nicht nach einer kurzen Fahrt schon schwarz sind, haben wir hier montiert EBC Red Stuff Keramikbremsbeläge. Ich bin jetzt gestern hier hingefahren, 6 Stunden, habe jetzt eben nochmal mit einem Lappen drüber gewischt und die Felgen sind wirklich so, wie sie gestern nach dem Waschen aussahen. Also eine Top-Sache. Muss man nicht jedes Mal die Felgen von neu waschen, wenn man irgendwo ankommt. Ja, so viel zum S3. Motor, 310 PS, Serie, auch noch ein bisschen was geplant. Also auch nächstes Jahr vielleicht nochmal dabei mit dem Wagen, wird noch einiges anstehen. Was hast du alles geplant fürs nächste Jahr? Geplant ist noch eine Frontlippe. Da haben wir nichts gefunden, was uns so gefällt am Markt. Da werden wir jetzt auf jeden Fall was Eigenes konzipieren. Müssen wir noch ein bisschen Gedanken machen. Die Grundlippe steht schon. Dann ist noch geplant, auch schon bei uns im Lager am Liegen tatsächlich, ein offenes HG-Ansaugsystem mit Gutachten, also sprich offener Luftfilter mit Eintragung, Abgasanlage eventuell. Und dann müssen wir gucken, wo die Reise hingeht. Ne? Metzger hört es nie auf. Es ist aber eben so, dass die eigenen Fahrzeuge bei uns im Fuhrpark immer hinten anstehen. Das heißt, die Kundenfahrzeuge gehen einfach vor. Ne? Unser Tagesgeschäft ist eben die Kundenfahrzeuge. Das heißt, wir sind Barracuda-Stützpunkt für den Raum Köln-Rheinberg. Haben auch fast jedes Modell von Barracuda Core Speed bei uns im Showroom hängen. Aber wenn jemand mal vorbeikommen möchte oder eine Felge live sehen möchte von Barracuda Core Speed, vorbeikommen, sich angucken, wie die Felge in echt auch wirkt. Haben auch, wie gesagt, verschiedene Fahrzeuge mit den Produkten drauf, wie ist hier der S3. Und sind eben auch KW Performance Partner. Das heißt, können auch dann entsprechend ein Setup machen
Felgen in Verbindung mit dem Fahrwerk, mit TÜV-Abnahme, einmal rundum Sorglospaket, Verkauf, Beratung, Montage, TÜV-Abnahme, Achsvermessung, alles im Haus bei uns, sind eben sehr auf dieses Thema Fahrdynamik, wo eben auch Felgen dazugehören, fokussiert. Stark, stark. Also für alle, wer aus dem Raum Köln kommt, kommt gerne vorbei bei den Jungs. Ja. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wo genau findet man euch? In Bergisch Gladbach. Das ist genau an der Grenze. Also die Grenze zu Köln ist im Prinzip 5 Minuten fußläufig. Ne? Mhm. Genau im Dreieck sitzen wir Bergisch Gladbach, Köln-Leverkusen. Sind eben auch für KW und auch für Barracuda Core Speed, für den Rhein-Berg-Kreis im Prinzip dann vertreten. Also auch wenn ihr aus dem Bergischen kommt, Odenthal, Kürten, dieses ganze Gebiet um Köln drumherum vorbeikommen. Wir haben jederzeit offenes Ohr für euch und können uns gerne beraten. Ne? Also alles zu finden. Sehr gut, wir danken dir. Ja, sehr gerne. Und dann noch viel Spaß hier. Sehr gerne. Wir sehen uns später. Bis später. Jo.